wo ist jetzt deine Nummer? Ich bin so ein Profi, ja. Ich bin ehrlich, ich habe kurz überlegt, schwul zu werden. Meine Oma macht eine Audio. Oh, die Scheiße, Digga. Sowas möchte ich nicht hören. Haben wir uns verstanden, junger Mann? Jo, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Ja, ich weiß, ich sehe ein bisschen cringe aus. Aber das sind wir ja wohl gewöhnt von meinen Videos, oder? Auf jeden Fall waren wir natürlich heute wieder auf Omegle unterwegs. Und ich glaube, dieses Video ist so mit eins der besten OmeTV-Videos, die ich je gebracht habe. Deswegen schaut euch das Video wirklich unbedingt bis zum Ende an. Würde mich echt sehr supporten. Auf jeden Fall wollte ich, bevor das Video losgeht, nur noch einmal kurz erwähnen, dass, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, ihr gerne abonnieren könnt. Denn die Leute, die meine Videos schauen, sind zu 64% keine Abonnenten. Deswegen, Leute, lasst jetzt unbedingt mal ein Abo da, ja? Und jetzt, Leute, viel Spaß bei diesem Video. Ja, okay. Was geht, Linus? Was geht, Kevin? Alles gut? Nee, ehrlich, also du bist gerade live oder so wahrscheinlich, ne? Nee. Also, ich hab's gerade auf jeden Fall nicht auf den Schirm und ich heiße echt Kevin. Das ist wirklich Kevin? Ja. Ich weiß. Ich schwöre, es gibt nach. Ich schwöre, das ist der Typ von TikTok. Ich schwöre dir. Aber du musst eigentlich erst dann nach unserer Erlaubnis fragen. Sonst können dich anzeigen, dass du sein Video nehmen. Scheiße, die ist so abgehoben. Die will mich schon anzeigen, bevor ich überhaupt was hochgeladen habe. Nee. Ja! Ja! Was hab ich angestellt? Was war denn da los? Okay. Digga, wie groß ist dein Zimmer? Das ist nur das Wohnzimmer von ihr. Leben die in einem Schloss, Alter? In der Wasserburg, ja. Die leben in der Burg? Kein Wunder, dass die so abgehoben war, wenn die in einem Schloss lebt, Alter. Einfach. Und ich war heute arbeiten bis 5. Was machst du denn für eine Ausbildung? Zahntechnik. Was? Zahntechnik? Ja. Ich habe da aber ehrlich gesagt auch bloß noch eine Frage an dich. Willst du meine Schiene sauber machen? Schade eigentlich. Weiber wollen auch nichts von uns. Ich will was von... Nee, ich will nicht. Nee, nein, von mir nicht. Doch, schon eigentlich. Ich hab mich heute extra für dich gestylt, so. Ich bin ehrlich, ich hab kurz überlegt, schwul zu werden. Naja, jeder hat heimliche Gefühle. Du stehst auf mich, ich steh auf sie, sie steht auf dich, so. Aber sie steht nicht auf dich, ja, scheiße, Digga. Warte, seid ihr zusammen? Nein. Nein. Wirklich nicht? Nein. Ja, wirklich nicht. Aber warte mal kurz. War das gerade ein Leak? Ja, ich stehe auf sie. Achso. Guck mal. Wir wissen es jetzt alle. Wie gehst du damit um? Sehr moralisch. Hab ihn damals schon mal im Kopf. Oh no. Was ist denn erzählen? Oh. Oh Mann. Ja? Ja? Hey, du auch hier? Ja. Echt? Ja. Ey, chillig. Okay, ciao. Ja, tschüss. Meine Mama. Das war doch ich, oder? Stimmt. Nee, warte mal, ich glaube, ich habe eine alte Nummer von dir. Willst du mir einfach deine neue geben? Meine neue Nummer? Ja. Aber so leicht kriegt man ja nicht meine Nummer. Ich mache jetzt Fortnite-Tanz, okay? Und dann krieg ich deine Nummer. Geht ja so. War gut, oder? Wo ist jetzt deine Nummer? Ich bin so ein Profi, ja. Einfach die Nummer mit Fortnite-Tänzen geklärt. Aus welchem Bundesland kommst du? Na, Dresden. Deutschland. Bundesland. Ich bin so schlecht in sowas. Frag mich das. Aus welchem Bundesland kommst du? Gib mir bitte eine Antwort. Na, Dresden. Ist das ein Bundesland? Nee, das ist doch nicht. Nein, das ist ein Land. Oh. Ja, aber das ist doch kein Land. Doch. Wirklich? Du bist ja dumm. Ich bin wirklich dumm. Ey, aber was ich übrigens noch sagen wollte, ich habe das Gefühl, seid ihr reich? Nein. Ihr habt einen Eiswürfelspender, ja? Dachte ich mir auch, ne? Und der funktioniert nie. Der ist immer defekt, wenn ich hier... Ja, die Reichen machen wieder auf reich, ist klar. Guck mal, man tut es, als würde man reich sein, aber ist eigentlich arm, weil der Eiswürfelspender nicht mal geht, ja. Nein, wir sind nicht arm und wir sind nicht reich. Wir sind ganz normale Menschen. Digga, ihr habt einen Eiswürfelspender, ja. Bonzen. Nein, ich sehe nicht aus wie Hagrid. Wie wer?
Vergiss es. Nein, du hast gar nichts gehört. Die von Eiskönigin? Nein. Aquit. Harry Potter. Ich hab's richtig geschrieben. Ey, ich schwör, wenn du Bart hättest und ein bisschen dicker wärst, dann könntest du so aussehen. Kennst du iCrimex? Ja. Leute sagen immer, dass ich aussehe wie iCrimex. Nee, oder? Bist du der? Wer? iCrimex oder so? Hä? Bist du der? Bist du dumm? Nein. Wahrscheinlich bin ich iCrimex. Ja, keine Ahnung. Linus! Ey, den kenn ich doch. Hi. Warst du nicht dieser eine da? Ich bin der, mit dem du bald Kinder hast. Echt? Ja. Bist du der? Kann es sein, dass du hübscher geworden bist? Heißt das, ich war doch voll hässlich? Na. Oh, das war jetzt... Ist auch gut, dass du mir auch mal ein Kompliment machst, ja. Hast du gekifft, Linus? Was ist denn das für ein Kompliment? Nee, weißt du, weil ich sehe deine schönen Augen nicht. Ich hab grad ein bisschen geweint, weil ich dich vermisst habe, weißt du? Bist du echt? Bist du echt? Ich hab eine Frage. Ja? Bist du auf zwei Geräten auf Omegle? Nee, ich bin in Discord. Ah, ich rede mit dir. Echt? Ja. Ich zocke auch. Mädchen, das zockt. Was zockst du? Rocket League, COD. Ja. GTA, Fortnite. Oh Mann, mit dem letzten hast du es verkackt. Zockst du wirklich Fortnite? Langeweile, ja. Ich dachte, ich hätte hier meine Traumfrau gefunden. Und dann machst du diesen. Ja. Ich habe einen Freund. Also das mit der Traumfrau. Der ist gerade auch in meinem Discord. Bruder. Kein Ding, ich hatte eh kein Interesse, die spielt Fortnite. Was geht denn bei dir ab? Nix, alles gut, passt. Ich will ja nicht sagen, dass heute der 19.01. ist, aber... Die 24. Tür ist immer noch nicht offen. Soll ich mal Live-Unboxing machen, sagst du? Ja, mach mal Live-Unboxing. Alter, eine 5-Euro-Gutscheinkarte. Soll ich einfach mal jemanden gönnen? Ja, mach das. Und bei dir so? Ich könnte dir Chips anbieten. Ich kann ja auch noch ein paar Chips-Tüten. Oh Gott, das zeige ich dir aber nicht, was in meinem Papier. Ja, also. Linus, wie geht's dir? Ich hab dich vermisst. Ja, also ich hab. Dich auch vermisst. Du hast aber lange nachgedacht, ne? Ja, sonst so? Wie viele Geschwister hast du? Ich hab zwei. Ältere, ja. Jüngere? Ältere. Brüder? Ja. Oh, scheiß drauf, Digga. Aber einer ist schon ausgezogen. Das ist egal. Es wird ein harter Kampf. Nein, der ist ein Lappen. Es wird doch kein harter Kampf, sagst du. Ich bin da. Linus. Vor allem nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt leider weg. Wo macht ihr hin? Nein, ich... Wir müssen uns jetzt mit einem Boy treffen. Mit was? Mit einem Boy. Mit mehreren. Aua. Das war der Tod. Du bist doch... Oh mein Gott, ich habe letztens so ein TikTok, also so einen Kommentar von dir bei TikTok gesehen. Kommentar? Ja, du hast kommentiert unter so einem Video von... Also da war so ein Mädchen und die hatte so ein Maid-Outfit mäßig so an. Und die hatte eine Brille an und du... War das die mit diesen... Ja. Da halte ich mich jetzt kurz mal an der Stelle bedeckt, wollte ich nur sagen. Hallo, kennst du das? Türkisch Delight Lukumumla? Nee, kenn ich nicht, leider. Musst du mal probieren. Ich würde dich aber lieber kennenlernen und dich probieren. Nee, das musst du probieren, bevor Nein, du... aber das daneben sieht besser aus. Nein, das schmeckt besser. Ach, Digga, wieso? Ich hab grad die besten Komplimente und besten Sprüche gebracht, die ich nur hatte. Und du ignorierst sie einfach, Digga. Nee, finde ich unkorrekt von dir. Auch, dass dir gerade irgendein anderer Junge geschrieben hat, ja? Hat er nicht, meine Oma hat geschrieben. Ach so, Oma, meine Schwiegeroma, korrekt. Ja. Zukunft. Willst du was sagen zu denen? Ich mach Audio, du kannst gerne was sagen. Echt jetzt? Ja, sag ich. Hallo, ich bin ihr zukünftiger Schwieger... Scheiße, was bin ich denn dann? Also ich knall bald ihre Tochter. Das ist meine ganze Familie, also Mama, Oma, Opa,
Und meine Geschwister meine Familie ist humorvoll. Du bist doch bestimmt Türkin oder sowas, oder? Ja. Ich glaube, in deiner Familie kommt das nicht so gut an, wenn ich da... Wenn da Scheiße, Digga. Ich glaube, ich habe die Mafia gleich aufgehetzt. Meine Oma macht eine Audio. Oh, Scheiße, Digga. Sowas möchte ich nicht hören. Haben wir uns verstanden, junger Mann? Können wir das... Ich glaube, ich muss noch was antworten, oder? Auf nett, das... Hallo, ich bin Linus. Ich wollte eigentlich bloß sagen, dass es ein Spaß war und nicht so gemeint war. Sagst du, das wird jetzt so eine kleine Familienkrise wegen mir? Digga, ich knall bald ihre Tochter. Ich schwöre, wenn dein hat dein Vater schon geantwortet? Mein Vater ist nicht in der Gruppe. Oh. Uff. Ich glaube, der hätte mich umgeboxt. Nein, nein. Was? Warte kurz. Was? Bist du der von... Nein, nee. Wer? Nee, ich guck immer deine Videos mit OMTV. Und jetzt einfach, oh mein Gott. Noch unauffälliger kann man jetzt auch keine Bilder machen oder so im Hintergrund. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, schick mir das, ja? Oh mein Gott. Scheiße, Digga, ich muss ja morgen auch in die Schule. Ja, so sieht's aus. Sagst du, ich soll einfach schwänzen? Mach krank, sag, du hast Corona. Das kommt wahrscheinlich eher nicht gut an. Ich weiß jetzt aber nicht, ob sich da ein paar Leute vom Gesundheitsamt melden würden, wenn ich sage, ich hätte Corona. Aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so die Methode, mit der ich halt sagen könnte, dass ich heute nicht kommen kann. Oder sag, ein Hund hat dich angefallen, keine Ahnung. Das glauben die mir, eindeutig. Kannst du zufällig gut kochen und putzen? Ja. Putzen auch? Ja, weil ich eine Frau bin. Ja, ist ja logisch, du musst es ja können, ist ja Grundvoraussetzung für dein Leben. Bist du auch so gut im Aufräumen und sowas? Ja. Hättest du Interesse? Hey. Ich habe halt noch so ein paar Teller zu wegräumen und so, weißt du? da brauche ich halt die richtige Frau an meiner Seite, die das für mich macht und so.